Dann nehmen wir einfach mal Mars und so und fangen direkt auch mal an. Hallihallo Freunde, heute geht es um eine Sache und zwar habe ich gerade meinen Bus wieder eingebaut bzw. hier den Boden wieder eingesetzt und dann habe ich was vom Postboten bekommen und zwar habe ich ja in den vorherigen Videos schon erwähnt, dass ich jetzt meinen Bus auch ein bisschen dämmen möchte, natürlich aus Kältegründen erstmal und dann natürlich auch aus Wärmegründen, damit es nicht so mega heiß da drin wird. Und da habe ich bekommen einen ganzen Karton mit Armaflex, nennt sich das. Ich wollte das auch mal irgendwie vorstellen, weil ich habe es ziemlich lange gesucht sozusagen, sowas in der Richtung. Ja, warum weiß ich jetzt auch nicht genau. Also es gibt viel Alubutyl und hast nicht gesehen. Also verschiedenste Dinge, um irgendwas zu isolieren oder zu dämmen. Aber das war mir alles irgendwie ein bisschen zu teuer. Also ich habe jetzt 6 Quadratmeter für 65 Euro gekauft. Das ist super schnell angekommen. Ich habe das jetzt vorgestern bestellt. Also 2 Tage hat es gedauert, bis es da war. Ich habe es über eBay bestellt. Und das sollte dann auch super sein. Also es ist in meinem Fall ist es selbstklebend. Es hat jetzt 7 Euro mehr gekostet, als wenn ich das nicht selbstklebende genommen hätte. Und dann möchte ich auch gar nicht so viel schnacken. Dann fangen wir gleich auch mal an, das einzubauen. Dann gibt es auch bestimmt irgendwann nochmal einen kleinen Test dazu. Also das heißt, dann werde ich mal so ein bisschen erzählen, was es gebracht hat. Ja, aber jetzt auch wirklich reingehauen und dran damit. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe 19 mm Stärke genommen, weil ich habe mich mit einem anderen YouTuber nochmal auseinandergesetzt. Und der hat auch gesagt 19 mm, der hat auch noch 12 mm für Zwischenstege genommen und so. Aber ich habe jetzt erstmal die Menge bestellt und dann, wenn der noch was überbleibt oder auch noch was anfällt, dann bestelle ich lieber nochmal nach. Ich wollte jetzt erstmal so die Grundflächen erstmal machen. Das heißt, wirklich die seitlichen Fächer hier ausfüllen und die Schiebetür natürlich dann auch noch dazu. Ja, so sieht's aus. So, jetzt seht ihr, wie es dahinter aussieht. Ich bin froh, dass keine Streben mehr da sind oder so. Das heißt, ich kann einfach wirklich glatt rüberkleben. Und das freut mich natürlich in dem Fall. Mal schauen, wie das bei den anderen dann aussieht. So, ich löse jetzt hier gerade die letzten Schrauben oder beziehungsweise Nieten von der Türpappe. Die restlichen habe ich schon ohne euer Wissen alle abgeschraubt. Ich kann euch das mal zeigen. Also da ist einmal die Seite und die beiden Seiten habe ich auch schon abgeschraubt. Ich bin echt froh, dass da nicht viel hinter ist. Also hier sieht man eine Strebe und da sieht man auch eine Strebe. Aber ich denke, das sollte klappen und dann schauen wir uns das gleich mal alles an. Jetzt sind wir soweit. Da ich ja auch Neuling bin in der Geschichte, kann ich euch keine Profi-Tipps geben. Aber ich habe mir mal ein scharfes Messer geholt, also das heißt eine neue Klinge reingepackt. Dann ein Maßband, was flexibel ist, da ich denke, dass es leichter ist, in diesen Wölbungen dann zu messen, wie viel ich da brauche. Vorher habe ich nochmal alles ausgesaugt, weil hinter diesen Pappen ist es ziemlich dreckig. Und dann habe ich mir die Armaflex hier mal direkt hingelegt, habe was drunter gelegt, damit ich vernünftig schneiden kann. Dann nehmen wir einfach mal Maß und so und fangen direkt auch mal an. So sieht es jetzt aus. Also ich hätte nicht gedacht, dass sich das so gut verarbeiten lässt. Also ich habe jetzt immer die Folie dran gelassen, dann rangedrückt, also so hingerichtet wie es war und dann habe ich sie halt dahinter abgerissen. Auch diese Wellen, die hier drin sind, ne, das sind Stege hinten an der Wand, also es ist keine Luft oder so. Ich versuche natürlich die ganze Luft rauszudrücken, das ist ja auch Sinn der Sache, damit halt eben
keine Luft mehr da ist und keine Luftpolster mehr da sind. Und ja, so sehen die beiden Wände jetzt auf. Das sieht schon mal ganz gut aus, finde ich zumindest. Ja, dann machen wir mal weiter. Hier versuche ich nochmal zu erklären, also die Seite ist wirklich identisch mit der anderen Seite. Ich versuche jetzt erstmal das Teil hier drunter durchzuschieben. Natürlich auch so versuchen, dass ihr das nicht kaputt macht, weil dann erfüllt es meiner Meinung nach nicht mehr seinen Zweck. Wichtig ist vor allen Dingen auch, dass ihr darauf achtet, dass es oben geht es noch ein ganzes Stück rein. Also wenn ich jetzt meine Hand hier reinführe und bis nach oben ansetzt. So weit ist es jetzt. Und dann ziehe ich das Weiße hinter raus und klebe es halt schön an, ohne Luftbläschen. So, und ich glaube, ich habe mir das Komplizierteste bis zum Schluss aufgehoben. Trotzdem wollte ich euch noch mal kurz einen Tipp geben. Cut. Und zwar habe ich mir jetzt noch so eine Malerrolle hier geholt, mit so einem Aufsatz. Und damit presse ich jetzt immer noch den Kleber richtig an. Und damit macht ihr das dann auch nicht kaputt. Ich habe jetzt so eine weiche Rolle extra genommen. Damit geht das auch nicht kaputt. So, jetzt zur Tür nochmal. Und zwar haben wir hier einen Steg in der Mitte. Und hier haben wir noch einen Steg. Und da werde ich jetzt erstmal gucken, wie ich das baue. Ob ich über die Stege hinweggehe oder nicht. Das schauen wir dann gleich. Also es ist jetzt ein Tag später, weil ich es gestern nicht mehr ganz geschafft habe alles. Vielleicht ist es irgendjemandem aufgefallen. Ich habe gestern Abend noch mal ein Video geschnitten. Da ist mir aufgefallen, ich habe die Hecktür komplett vergessen. Wirklich, gedanklich habe ich es einfach vergessen. Die werde ich jetzt gleich noch machen. Ich denke aber, ihr habt genug Einblick bekommen, wie alles funktioniert. Ihr seht hinter mir noch alles offen. Ich habe nur die Schiebetür schon zugemacht. Weil ich muss einfach ganz ehrlich sagen, die ist mir nicht so gut gelungen, weil eben so viele Stege vorhanden waren und das Zeug muss ich so reinpressen. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Ja, was ich noch sagen möchte ist, dass ich jetzt schon beeindruckt bin, wie schallgedämmt das Ganze ist. Aber was ich euch noch zeigen möchte ist, einmal ohne Dämmung und einmal mit Dämmung. Ja, genau so sieht es nämlich aus. Also ich bin wirklich super zufrieden, was die Schalldämmung angeht. Natürlich, das Klima, das muss ich noch testen. Ich werde bestimmt noch ein Fazit davon machen, irgendwie auf meinem Kanal. Das werdet ihr dann hundertprozentig mitkriegen, wenn ihr dran bleibt. Gebt gerne ein Abo, wenn ihr es erfahren wollt und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Also dieses Zeug ist wirklich super, ich kann es nur empfehlen. Also die Verarbeitung ist einfach leicht, deswegen kann ich es nur empfehlen. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein!